Hallo zusammen und willkommen zurück auf der Goldinsel. Aphrodite hat sich mittlerweile in die Halle der Götter begeben, ist aber leider immer noch verflucht. Das wird sich jetzt aber ändern, denn wir machen uns jetzt auf den Weg, ihre Essenz zu holen. Also schlage ich vor, ihr lehnt euch zurück und genießt den Ausflug. Viel Spaß dabei! Du erfüllst diese staubige alte Halle mit Leben, Aphrodite. Mit pflanzlichem Leben. Aber immerhin. Wenn ich mich schüttle, sieht man manchmal Eichhörnchen. Und in einem meiner Äste ist ein Nest. Wattlebender Vögel. Wie bald? In ein paar Monaten vielleicht. Ach, aufregend. Auch in diesem Gewölbe zeigen euch in den Himmel ragende Strahlen Standorte von optionalen Truhen an. Vielleicht ist Hera einfach nur neidisch, weil es Herakles besser steht als ihr. So, ich hab's gesagt. Von Aphrodites Baum. Doch Typhon hat ihn vergiftet. Also beschützt er ihre Essenz mit ihr selbst. Das ist schräg. Phönix erkannte, dass die Samen verbrannt werden mussten, um die Luft zu reinigen. In jedem Abschnitt dieses Dungeons gibt es mehrere dieser Samen. Erst wenn der giftige Rauch verschwunden ist, wisst ihr, dass ihr alle Samen beseitigt habt. Ich komme, Aphrodite. Knöpfen wir uns diese Samen mal vor. Nehmt euch immer die Zeit und seht euch gut um. So findet ihr schnell die Eckdaten des Rätsels und könnt es so umso schneller lösen.
Eros soll sich mal einkriegen. Auf dem Olymp ist nur Platz für einen von uns. Jahr über bei deiner Mutter zu leben, ist kein Wechsel der Jahreszeiten. Sie benutzt dich, wird erwachsen. Ah!
Hier ist der Pfeil von Apollon besonders hilfreich, um sich unbeschadet umsehen zu können.
meint, er hätte mich im Griff. Aber ich komme jederzeit raus zum Spielen. Du selbst, Aphrodite. Ihr sagte, sie soll sich dieses Klonnest von einer Frisur richten lassen. Mädchen, dein Kind macht es nicht besser.
Gütiger, heilige Feuersbrunst! Das war der letzte Samen. Dann verhelfen wir Aphrodite zu ihrem freigeistigen Ich zurück. Als könnte ich jemals jemanden wie Hephaistos lieben. Ich meine, allein sein Gesicht könnte ganze Flotten versenken. Und untenrum, sagen wir, da herrscht auch eher Flaute. Ich wollte Aphrodite nicht so unter Druck setzen. Manchmal glauben wir, wir handeln aus Liebe. Dabei versuchen wir nur, unsere eigenen Wünsche durch andere zu erfüllen. Willst du sagen, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der mich beschützt? Nicht wirklich, nur... Oh ja, das stimmt. Ich muss immer für alle stark sein und niemand kümmert sich um mich. Es ist so schwer. Prometheus. Ich würde dich umarmen, aber ich bin angekettet. Achtet im Kampf gegen Orzomene hauptsächlich auf ihre Angriffe und weicht denen gut aus. Nehmt auch immer mal wieder Pfeil und Bogen zur Hand, um wenigstens ein bisschen Schaden zu machen. Oder nehmt auch diese glühenden Kugeln, die sie fallen lässt, um diese nach ihr zu werfen. Phosphor und eure göttlichen Kräfte solltet ihr hier auch immer mal wieder einsetzen. Hat sie sich kleine Helfer zur Seite gerufen, schaltet ihr auf alle Fälle schnell aus. Die werden immer wieder nachspawnen, auch wenn die Alten noch da sind. Und wenn ihr die Ersten nicht beseitigt, werdet ihr dem Ganzen irgendwann nicht mehr Herr. Thank you.
stimmt nicht. Ihr habt mich quasi gezwungen. Was beeindruckend war, da dachte ich, der Typ ist Schwiegersohnmaterial. Aber er war doch schon dein Sohn. Das war das eine Mal, dass man es ihm angemerkt hat.
leichter Parfumhauch wehte vorbei. Dieser Geruch, als hätte man Verlegenheit, Macht und Angst zusammengemischt. Es war Aphrodites Essenz. Pur, fesch und unverfälscht. Unbeeindruckt von den Gedanken der Eifersucht, die im Gewölbe widerhalten, war Phönix entschlossen, Aphrodite mit ihrer Essenz zu vereinen. Ich wusste, ich kann deine Essenz zurückholen. Daran hatte ich keinen Zweifel. Aber denkst du jetzt anders über mich, wo du meine dunkle Seite kennst? Keineswegs. Ich freue mich, dein echtes Ich kennenzulernen. Und im Ernst, Hermes Frisur ist wirklich komisch. Bitte, was? Oh gut. Dann bin ich bereit. Mögen deine Leidenschaft und Liebe für immer grenzenlos sein. Erhebe dich, goldene Göttin Aphrodite. Sprachlos? Ha, verstehe ich. Unfassbar, dass du mich erst überzeugen musstest, diese Gestalt wieder anzunehmen. Oh, ohne dich hätte ich auf ewig die Fähigkeit verloren, mich selbst zu lieben. Tja, die habe ich dir schon vor langer Zeit gestohlen. Offensichtlich. Du hast dich viel zu lange nur mit dir beschäftigt. Vielleicht solltest du mal diese Toga waschen. Ja, willkommen zurück. Phönix, bitte nimm meinen letzten Segen zum Dank. Bereit, Typhon zu besiegen? Ich brenne darauf, dieses scheußliche Monster zu erledigen, das meine Schönheit gestohlen hat. Zuvor brauche ich aber noch einmal deine Hilfe. Was kann ich tun? Typhon brachte 4 mystische Kreaturen mit sich aus dem Tartaros. Sie peinigen für ihn die Wesen der Goldinsel. Ich wäre dir dankbar, wenn du sie im Kampf besiegen und damit ihre Herrschaft beenden würdest. Eigentlich wäre es mir egal, aber ich fürchte, ich bin weich geworden. Ich kümmere mich darum. Natürlich wirst du das. Nun, für diesen Anblick hat sich doch der Aufwand auf alle Fälle gelohnt. Und wir werden jetzt alle gemeinsam die Schönheit der Aphrodite bis zum nächsten Eintrag vom Abenteuerlogbuch Immortals Phönix Rising genießen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn neben diesem Abenteuer haben wir auch noch viele andere Videos und Projekte für euch auf Lager. Nicht zuletzt aus der Kategorie Tipps, Tricks und Trophies. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.